Ja, wie bereits erwähnt, beruht REST auf der Verwendung des HTTP-Protokolls und verwendet zur Abfrage und Manipulation von Daten, die über dieses REST-Interface zugänglich gemacht werden, Standard-HTTP-Methoden. Da gibt es unterschiedliche, wir werden dann noch ein paar Beispiele sehen, aber die wesentlichen sind GET, POST, PUT und DELETE. Und diese vier Methoden haben im REST eine spezifische Bedeutung, die sich an dem anlehnt, was sie auch aussagen. Ein GET ist jetzt nicht überraschend, GET eine Ressource, das heißt, wir fordern eine angegebene Ressource vom Server an, wir lesen also, so, das ist der reine lesende Zugriff. Das heißt, wir verändern am Server mal grundsätzlich nichts. Die Alternative dazu oder das Gegenstück dazu zum GET sind dann die POST und die PUT-Methoden. Die POST und die PUT-Methoden greifen also schreibend auf unsere Schnittstelle zu. Vielleicht die gängigere im Sinne des klassischen Schreibens, das wäre die PUT-Ressource, wenn wir, oder die PUT-Methode auf Ressourcen, wenn wir ein PUT senden, dann wird eine Ressource angelegt, falls sie bereits existiert, wird sie geändert. Wenn Ressourcen im Bulk geändert werden sollen, also vielleicht unterschiedliche Änderungen wahrgenommen werden soll oder vorgenommen werden sollen, dann verwendet man üblicherweise POST. POST ist flexibler als PUT, gibt aber auch keine Garantien. Man weiß also nicht genau, was notwendigerweise passiert, beziehungsweise kann sich das nur aus der Dokumentation rauslesen. Das PUT ist also der klassische Schreibvorgang als Gegenstück zum GET. Beim Lesen. Genau. Und das Post wäre ein bisschen komplexeres Schreiben. Kann man auch noch nehmen. Und das Delete wiederum ist selbsterklärend. Das löscht die angegebene Ressource. Alles, was den Systemzustand verändert, also im Wesentlichen die drei unteren Methoden, Post, Put, Delete, können öffentlich zugänglich gemacht werden, können aber auch einer Autorisierungsprüfung oder einer Authentifizierung vorgelagert unterzogen werden, also dass diese UAIs oder diese Methoden auf einer UAI nur dann ausgeführt werden, wenn die Autorisierung gegeben ist. So, wie gestaltet man jetzt zur REST-Schnittstelle? Wie schaut das aus? Gehen wir vielleicht einfach ein Beispiel durch. Das Erste, was wir uns überlegen müssen, ist, welche Ressourcen, das heißt, welche Daten machen wir über unsere REST-Schnittstelle überhaupt verfügbar und wie sollen die angesprochen werden. Wir haben jetzt sowas wie eine Autovermietung und die hat sowas wie Kunden offensichtlich, das heißt unsere URI und wir sehen da, das ist eine ganz klassische URL in dem Fall, hat eine Ressource Customers und diese Customers haben eine eindeutige ID und mit Customers slash der ID kann man einen bestimmten Kunden abfragen. Genau das gleiche gilt für Drivers. Welche Fahrer haben wir in unserer Autovermietung? Das ist der Fahrer A33, den wir hier abfragen. Und wir haben unterschiedliche Produkte und hier adressieren wir das Produkt Nummer 1. Solche Ressourcen kann man, und das muss man sich eben beim Design einer REST-Schnittstelle überlegen, auch schachteln. Wenn es also zum Beispiel in unserer Datenbank sowas wie Bestellungen gibt von Kunden, dann mag es sinnvoll sein zu sagen, okay, wir müssen zuerst den Kunden angeben, also den Customer mit der ID 4711. Und dieser Customer hat dann mehrere Orders, so wie im Datenbankdesign, also wir haben eine 1-zu-N-Beziehung, jeder Kunde hat beliebig viele Orders und jeder Order gehört genau zu einem Kunden. Jeder Customer oder dieser Customer hat Orders und wir greifen auf die Order mit der Nummer 1 zu durch diese URI. Dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wollen wir denn mit diesen Daten arbeiten? Wie können wir denn diese Daten abfragen? Das ist also das, was wir dann mit einer GET-Methode technisch realisieren würden, also mit einem GET-Request. Das ist auch die Codierung für einen GET-Request, ganz klassisch. Also wir haben unsere URI wieder auf Customers und suchen dann nach einem String, hier dem Hans Müller in einer URL kodiert und würden dadurch zurückbekommen alle Kunden, die auf Hans Müller matchen.
Das kann man natürlich auch noch feingranularer mit Query-Parametern machen. Man kann also sagen, der Kunde, je nachdem wie die Schnittstelle ausgestaltet ist, wir wollen alle Kunden mit dem Namen Rahn in der Stadt Köln oder wir wollen die Kunden mit den Kunden-Keys, also mit den Schlüsselattributen 4711 und 4712. Das ist es grundsätzlich, was man sich beim Design der Ressourcen überlegen muss. Dann geht es darum, was soll denn an Information zurückkommen. Das heißt, die muss man für jede Ressource und für jede Anfrage überlegen, wie schaut die Datenrepräsentation aus. In diesem Fall hier haben wir eine JSON-Repräsentation gewählt. JSON ist JavaScript Object Notation. Das ist ein valides JavaScript, mit dem wir Daten repräsentieren können. Sehen also hier zum Beispiel das Resultat auf eine Abfrage. Wir haben den Driver und dieser Driver hat die ID A33 und zu diesem Driver gehören potenziell Autos. In diesem Fall hat der nur ein Auto, nämlich das Auto mit der ID KFR001. Und dieser Driver kehrt auch zu einem Unternehmen und dieses Unternehmen hat in unserer Datenbank die ID Nummer 1 und der Driver heißt First Name Frank und hat den Nachname Rahn. So würde man also dann die Rückgabeinformation auch nochmal konzipieren. Das muss man sich natürlich auch überlegen, welche Information zurückkommt. Auch das ist Teil der REST-Spezifikation. Wenn man jetzt damit arbeiten will, dann muss man spezifizieren, welche Methoden denn für eine bestimmte Ressource verfügbar sind und was die genau machen. Hier gehen wir vielleicht nochmal das Beispiel durch. Wenn wir ein GET schicken, das heißt ein GET auf Driver 4711, das wäre also diese Abfrage, dann bekommen wir hier jetzt nicht das JSON-Objekt, sondern eine XML-Repräsentation zurück, also eine alternative Repräsentationsform, wo wir wie vorher die gleiche Information, nur diesmal als XML drinnen kodiert haben. Auch das kann man im Übrigen flexibel handhaben, das heißt, ich kann mein REST-Interface so auslegen, dass es spezifizierbar ist, in welcher Form man denn die Daten retour bekommen möchte, als XML oder als JSON oder in irgendeiner anderen Form. Für ein Put haben wir gesagt, greifen wir schreibend auf die Datenbank zu. Wenn es den Fahrer schon gibt, dann werden die Daten geändert in diesem Fall. Oder wenn es die Ressource schon gibt, werden die Daten geändert, sonst wird sie angelegt. Wir schicken einen Request, ein Put auf 4711 mit diesen Daten, die wir da reinschreiben wollen und kriegen entweder eine Fehlermeldung, wenn wir das nicht dürfen, oder eine Erfolgsmeldung, dass die Ressource angelegt wurde, zurück. Das Delete kann man sich genauso vorstellen. Wir greifen löschend auf diese Ressource Driver 4711 zurück und wenn wir das dürfen, dann werden wir ein OK zurückbekommen. Die HTTP-Stati kriegen da wieder eine bestimmte Rolle. Alle, die mit 2 beginnen, also die 200er, sind ja Erfolgsmeldungen. Hier sehen wir das 200, das generische OK. Hier herum hat man das 201, das war das Created. Hier hat man dieses OK im Sinne von, ja, wir beantworten deine Anfrage gehabt. Genau. Und hier hätten wir noch ein Post. Post haben wir gesagt, eine oder mehrere Ressourcen erzeugen, deren URIs noch nicht bekannt sind. Das heißt, wir wissen noch nicht, dass es einen Fahrer 4711 gibt oder was die nächste ID wäre, die wir ansprechen können. Das können wir mit einem Post machen. Wir schicken also mit dem Post einfach nur die Daten hin und überlassen dem Server das, überlassen ihm, was er damit tut. Im konkreten Fall hat er das angenommen, hat das OK zurückgegeben und gibt uns im Payload der Response zurück, unter welcher URI die neuen Daten verfügbar sind. Das sind die 4712er. Genau. Wenn wir es jetzt nochmal zusammengefasst betrachten, haben wir hier noch ein Beispiel für eine komplette Spezifikation. Was würden wir also machen? Man würde festlegen, wir brauchen eine Schnittstelle, wo wir unsere Kunden abfragen können. Die URI dazu ist Customers und sagen dann, was jede einzelne Methode macht. Bei einem GET ist es dann auch noch sinnvoll, die zulässigen
Parameter, mit denen wir die Abfrage filtern können, anzugeben. Ein Put wird nichts machen, ein Delete wird nichts machen. Es gibt dann noch den Head Request. Head würde in HTTP verwendet, um nur die Metadaten einer Ressource abzufragen. Auch das haben wir hier adäquat abgebildet. Ein Head Request liefert nicht die Kunden an sich, sondern nur die Anzahl aller Kunden zum Beispiel. Schnittstelle zu einem bestimmten Kunden, haben wir vorhin schon ein Beispiel gehabt, Customers und dann die Kundennummer und auch hier wieder Details dazu. Wenn wir dann auf die einzelnen Orders zugreifen wollen, haben wir den nächsten Punkt und die Schnittstelle zu einer einzelnen Bestellung eines einzelnen Kunden ist dann das, was wir ganz zu Beginn in unserem Beispiel nochmal im Detail hatten. Und dann kann es eben sein, zum Beispiel ein Delete abzusetzen, um die Bestellung eines Kunden zu löschen oder dann über noch detaillierter über Bestelldatum abfragen, die Bestellung eines Kunden zum Beispiel mit einem bestimmten Datum zu liefern. Also hier in dieser Liste sehen wir ein weitgehend vollständig spezifiziertes REST-Interface. So würde man das beschreiben, bevor man es dann konkret implementiert und damit festmacht, was im Webservice denn wirklich nach außen hin sichtbar sein soll.